Weißdudes. Und damit herzlich willkommen zur 16. Episode vom Adventskalender. Kennt ihr diese Sachen, von denen ihr wisst, dass es sie gibt, aber weil man es selber nicht hat, weiß man gar nicht, wie geil es eigentlich ist? Bestes Beispiel ist diese Decke, beziehungsweise dieses Pulli-Deckengerät. Es ist komplett krank. Ich wusste schon, dass es diese Ganzkörperdecken gibt, die man sich so anziehen kann. Aber dass die so geil sind. Heute machen wir wieder zwei Packs auf. Außerdem natürlich ein Türchen am Adventskalender. Bleibt gerne dran. Viel Spaß beim Video. Wir öffnen heute einmal Fusion Strike und einmal Darkness Ablaze. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt damit an. Wir haben mal wieder die Chance, ein Glurak zu ziehen. Und ich bin gespannt, ob wir auch endlich mal aus den normalen Packs was Cooles ziehen können. Und ich bin auf jeden Fall natürlich sehr gespannt, was auch die letzten vier von unseren Hardgold-Boostern bringen werden. Aber hoffe natürlich nicht, desto trotz, dass wir da noch was richtig Geiles ziehen werden, Leute. Wie gesagt, in diesen vier Packs wird auf jeden Fall noch was drin sein, da die, wie gesagt, ungewogen sind und aus sechs Boostern aus so einem Set, naja, da ist es fast garantiert, dass man was Nices zieht. Und wir haben leider keine Holo in unserem Darkness Ablaze Pack. Kommen wir direkt zu Fusion Strike, Leute. Ey, ohne Scheiß. Mittlerweile, ich habe so viel Fusion Strike aufgemacht. Nicht nur für mich, sondern auch für euch. Bis auf ein oder zwei mittelmäßige alternative Artworks, Goldkarten oder Full Arts oder so, haben wir wirklich noch nichts Krasses gezogen. Das Set, erinnert mich gefühlt so ein bisschen an Schaurige Herrschaft, Battle Styles, auch natürlich an Drachenwandel. Alle irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Wir gehen rein in Fusion Strike. Zumindest nicht das Gelbe vom Ei, was die Pullraten angeht. Die Karten sind natürlich teilweise extrem fresh. Kann ja auch einfach mal sein. Einfach ohne, dass man es erwartet. Einfach mal was Leckeres. Wie zum Beispiel in diesem Pack. Und wir haben keinen Hit. Satch. Zeraora als normale Rare. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht was Cooles im Adventskalender haben. Und ich würde sagen, wir gehen rein in Türchen Nummer 16 und schauen mal, was wir heute so... Perfekt. Okay, versuchen wir das Ganze einfach nochmal. Und jetzt haben wir unseren Zettel. Und wir haben im 16. Türchen vom Adventskalender einmal Brilliant Stars im nächsten Boxbreak, Leute. Ihr wisst Bescheid, alles, was ihr tun müsst, ist einfach einen Kommentar unter das Video schreiben, dem Video einen Daumen nach oben geben oder einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt dann gerne Verbesserungsvorschläge oder Kritik in die Kommentare und natürlich müsst ihr den Kanal abonniert haben, denn alle Gewinnspiele sind natürlich ausschließlich für Abonnenten des Kanals. Ich freue mich über jeden, der hier neu mit am Start ist und die Adventsvideos schaut. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben insgesamt noch viermal Hardgold, Soul Silver, zweimal Entfesselt, einmal Unerschrocken und einmal Triumph. Es wird auf jeden Fall wild. Wir haben bis jetzt zwei aufgemacht, noch keinen Hit gehabt. Bedeutet auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall noch gute Chancen, aus diesen Packs was zu ziehen, Leute. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, geht auf jeden Fall ein dicker Kuss raus. Schreibt gerne wieder Moin Meister in die Kommentare, um mich wissen zu lassen, dass ihr wirklich bis zum Ende geschaut habt. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, dann wahrscheinlich mit dem nächsten Hardgold Booster. Wenn ihr die Videos tatsächlich bis zum Ende schaut, also das jetzt gerade hört, dann geht auf jeden Fall Ehre raus, weil das ist der beste Support, den ich kriegen kann. Einfach die Videos bis zum Ende schauen, kommentieren, das Video bewerten. Und das sind auf jeden Fall die Sachen, die mich bzw. den Kanal am Leben halten und ihn wachsen lassen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und ciao. Jetzt lösen wir noch Türchen 6 bis 10, also die nächsten 5 Türchen auf. Gewinnspiel Nummer 6 geht an Pokémänner! Moin Meister! Ehrenmann Pokémänner hat Tag Nummer 6 gewonnen. Tag Nummer 7 geht an Pat Famous! Moin Meister! Kuss geht raus, der Mann wird sich auf jeden Fall freuen. Tag Nummer 8 geht an. Wer ist es? Franz Benz! Ich möchte gerne gewinnen. Das wäre ein gutes Geschenk. Frank Benz, du hast gewonnen. Kuss geht raus. Tag Nummer 9 geht an. Max Jäger YT Brawl Stars. Und an Tag Nummer 10 gab es 27 Kommentare und der Gewinner der 27 Kommentare ist Mike Metz mit diesem wunderschönen Lama als Bild. Moin, Meister, der Mike hat es genau richtig gemacht. Okay. Muslim Dog, what the fuck, you want? What the fuck?
GGs geht auf jeden Fall raus an alle Leute, die gewonnen haben. Schreibt mich gerne einfach bei Instagram an oder bei Discord oder sonst irgendwo. Der Link zu Instagram, zu Discord und so weiter und so fort ist alles in der Videobeschreibung. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr gewonnen habt. Einfach einen Screenshot von eurem YouTube-Account schicken, dass ihr es auch wirklich seid. Und dann kriegt ihr euren Gewinn. Viel Spaß, haut rein, wir sehen uns morgen. Kuss, kuss.